Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ja, nachhaltig leben. Wir sind ja schon in der zweiten Staffel. Das hatte ich bei der letzten Folge schon vergessen. Heute sind wir mal wieder bei Jack, bei Alina und bei Navin. Ich möchte, dass die auch sich da ein bisschen betätigen. Auch was mit nachhaltig leben zu tun haben. Ja. Jack ist aufgestanden, wir haben Sonntagmorgen und würde ihn vielleicht mal was essen lassen. Dann schauen wir hier, was die Pflanzen machen. Bis dahin wird vielleicht Alina dann auch wach sein. Navin ist auch gleich fertig, der braucht dann auch was zum Essen, sehe ich gerade. Und Alina müsste mal in die Toilette. Oh, Alina, komm, du hast schon fertig geschlafen. Gehst auf Toilette, dann darfst du hier bereichern. Machen alles ernten. Jetzt hat es hier aufgehört. Der Baum ist noch nicht mal fertig gegossen. Ja, wir schalten es einfach nochmal ein. Hier alles bereichern und natürlich Gebiet gegen Insekten. Sehr schön. Nina, bist du schon fertig mit der Toilette? Sehr schön. So, jetzt Baum ist auch fertig. Ausschalten. Oh, Chuck redet hier mit den Pflanzen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute keinen Ton habe. Ja, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal frisch starten. So. Wieder da und ich habe Ton. Sehr schön. Spiel neu gestartet und los geht's. So, Alina ist schön hier am Gartenarbeit. Jack redet mit den Pflanzen. Das sind mal Graben. Navin, noch beim Essen. Bist du schon fertig mit Essen? Guck mal. Ach, du willst es schon aufräumen. Sehr schön. Wunderbar. Das wird, das wird. Oh, und ihr zwei, ihr turtelt schon wieder. Alina, mir war es recht, du würdest deine Sachen noch abernten. Alles ernten, bitte. Schauen, ob sie das hier auch gemacht hat. Chuck. Instrument herstellen. Nein, kann er nicht. Dann wird er noch Möbel herstellen, und zwar einen Esstisch. Ich möchte den Raum für Alina und Jack so herrichten, dass hier dann vielleicht so die Geräte sind, was sie brauchen. Wie zum Beispiel Saft herstellen, dass das hier drin steht, und dann vielleicht auch zum Kerzen herstellen. Alina soll da auch ein bisschen tätig sein, weil sie ist ja zu Hause und deswegen würde ich anfangen, das zu verkaufen bzw. das umzuändern. Oh, 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 oh
So, fertig. Entschuldigung, wenn es jetzt heute so lang dauert mit dem Bau, aber mir war das einfach wichtig, dass Alina und Jacques sich da auch ein bisschen betätigen. Oh, Jacques, du Armer, jetzt bist du da draußen im Regen. Na, Wien, der kriegt die rechte Seite zugewiesen. Schau mir, Jacques. Seid ihr? Seid ihr bitte zuweisen an? Ja, jetzt ist alles wieder normal. Okay. So, dann schauen wir mal ins Inventar von Alina, was wir hier haben. Ja, Zutaten hinzufügen. Alina probiert es gleich mal aus. Ich denke, sie wird es hinkriegen. Wir machen Zitronenlimonade. Ah. Das wäre doch was. Hier, guck mal. Hau die Zitronen rein und aufsprudeln beginnen. Und? Aufsprudelfähigkeit erworben. Jack, komm rein. Oh, das müssen wir beanspruchen. Jack, geh doch bitte rein. Oh. Er muss erstmal die nasse Kleidung ausziehen. Alina, schnell wieder rein. Ist jetzt auch nasse Kleidung? Lass mal gucken. Nein, hat keine. Wir tun Alina hier rein. Dann kann sie wieder Blumen binden. Dann. Den Rest machen wir wieder in den Kühlschrank. Das sind wir ja schon gewohnt, dass ich das mache. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wir dann vielleicht das nächste Mal, wenn wir wieder mit Alina spielen, mal einen Bananensaft machen oder ob wir Kirschsaft oder irgendwie sowas machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich überlasse es euch, was ihr mir schreibt. Es funktioniert hier sehr schön. Und es regnet. Die Armen. Oh je, die Armen. Wir lassen sie hier noch Frösche züchten. So. Und Chuck hat auch was. Das verkaufen wir aus. Brauchen wir jetzt. Nein. Hausaufgaben machen. Das ist die Kindergeige. Kaufen wir. Und er kriegt in sein Inventar ihn neu. Oh je, ihr zwei, drei. Seid ihr ganz alleine, aber ihr habt jetzt einen Raum hier. Oh. Entschuldigung. Na, was ist mit dir, Alina? Du scheinst sehr angespannt zu sein. Willst du vielleicht mal was essen? Na, und Chuck kann auch nichts machen. Ist etwas blöd, dass es heute so regnet. Ich weiß nicht, was das immer soll hier mit den Sachen. Das war vorhin noch da, das hat gewachsen und jetzt der zieht so aus. Ich finde es grausig. Also irgendwas stimmt mit dem Pack nicht. Es ist immer so, EA bringt was raus und was anderes funktioniert dann nicht mehr. Schlimm. 10 werden gepatcht, 5 neue Fehler treten auf. Ja. Schirmfähigkeit erworben. Hey, junger Mann.
Benimm dich hier gegenüber deinem Vater, gell? Nicht, dass wir hier was anstellen. Wollen nicht frech sein. Jetzt hat sie nur für sich gekocht. Ernsthaft. Auf dein verdorbenes Essen. Aussortieren. Es regnet und regnet. Oh, Chuck. Magst du ihm vielleicht noch ein bisschen? Ich glaube, der ist schon fertig mit Hausaufgaben, oder? Jetzt hör doch auf. Sollst du Hausaufgaben machen? Ist der nächste Geburtstag? Und 4 Tage hat Chuck Geburtstag. Navin, komm, auf. Läufst du den ganzen Tag hier in deinem Schlafzeug rum? Hey, Hausaufgaben helfen, hier gibt's doch. Sehr schön. Alina spült noch einen Teller ab. Ja, was? Jetzt brauchst du auch nicht mehr helfen. Wie kannst du Zusatzaufgaben bitte machen? Das ist mir sehr wichtig. Das noch Marsch. Chuck muss bestimmt noch was erledigen, Geschäftsanrufe tätigen, aber ich glaube nicht, dass er das sonntags machen kann. Nee, sonntags ist sehr schlecht. Ach, Alina. Mag schon mal die Bilder schätzen lassen, ja? Mal schätzen lassen. Komm. Könnte ja sein, dass sich da was ergibt. Guck mal, oh, das haben wir aber. Lassen jetzt alle mal schätzen. Und dann sehen wir. Oh, 300 Simoleons, hat sich nichts verändert. Bleibt gleich. Und Judy Ward? Was ist da? Und wie viel Wert hat es? Nichts? Wow! 8.000! Und das ist 100 wert. 8.000! Ist die Judy Ward schon gestorben? Meine Güte. Wahnsinn! Wir schauen. Es ist fertig. Alina entnimmt mal eine. Und dann schauen wir, ob es ihr schmeckt. Zitronenlimonade. Sehr schön. Alina, magst du mal hierher gehen? Ach, das war Chuck. Alina, bitte einmal. Und dann eine Flasche nehmen. Den Rest stecken wir mal in den Kühlschrank, das geht nämlich. Und? Aquaria.
Navin, geh mal weg bitte aus dem Bild. Navin. Trink mal nochmal. Alina, mir zuliebe. Say yes, Norb. Schwebe Wobe. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich ein schönes Bild. Und somit beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir heute Umbau gemacht haben, mehr von der Zeit, wie das wir gespielt haben mit den Zweien. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder rein. Daumen hoch, wäre super. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.